Fast 39.000 Rentner sind im Jahr 2022 mit Zuschlag in Rente gegangen, und zwar verspätet. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Die Deutsche Rentenversicherung Bund hat mitgeteilt, dass im Jahr 2022 rund 39.000 Rentnerinnen und Rentner erstmals ihre Rente überwiesen bekommen haben, aber de facto verspätet. Das heißt also, sie sind später als zur Regelaltersgrenze in Rente gegangen oder haben die Altersrente, die entsprechende Altersrente in Anspruch genommen. Das heißt also, es gibt Menschen in Deutschland, Männer und Frauen natürlich, die trotz Erreichen ihrer persönlichen Regelaltersgrenze, sie liegt je nach Geburtsjahrgang zwischen dem 65. und 67. Lebensjahr. Sie wissen, alle Geburtsjahrgänge nach dem 31.12.63 können nur noch mit 67 in die Regelaltersgrenze gehen, haben da also später die Rente in Anspruch genommen. Und die bekommen dann pro Kalendermonat später einen Anspruch, in Anspruchnahme der Rente 0,5% obendrauf. Und zwar haben hier die 39.000 im Schnitt fast 2 Jahre und 2 Monate, also 26 Monate, über die jeweilige Altersgrenze hinaus hier gearbeitet oder haben die Rente halt eben erst später in Anspruch genommen. Etwa die Hälfte der verspätet in Rente gehenden Ruheständler haben praktisch nur ein halbes Jahr gearbeitet, also im Schnitt 7 Monate, über die eigene Regelaltersgrenze hinaus, also knapp bis zum 66. Lebensjahr. Knapp 6.700 Rentnerinnen und Rentner bezogen mit glatt 67 Jahren die Rente, also fast 20 Kalendermonate später. Und etwa 2.600 Menschen haben mit dem 68. Lebensjahr, also quasi nach 33 Kalendermonaten später, die Rente bezogen. Und es gab sogar welche, die sind erst mit 70 in Rente gegangen. Und zwar waren das 1.100 Rentenbeziehende. Die haben dann 58 Kalendermonate als Zuschlag on top obendrauf bekommen. Meine Damen und Herren, ich finde das nicht besonders gut, dass Sie oder vielleicht auch andere hier zu spät in Rente gegangen sind. Vor allen Dingen dann, wenn Sie die Anspruchsvoraussetzung für die Regelaltersrente oder eine andere Altersrente erfüllt haben, sollten Sie sich bitte sehr genau überlegen, ob es tatsächlich Sinn macht, hier noch zu warten oder die Rentenleistung nicht doch dann entsprechend antragsgemäß hier in Anspruch zu nehmen. Denn eines ist klar, wenn Sie zum Beispiel monatlich 1.000 Euro Rentenanspruch haben und Sie verzichten ein Jahr lang auf diesen Rentenanspruch, dann sind das 12.000 Euro Bruttorente, auf die Sie verzichten. Dafür bekommen Sie zwar 6% höhere Rente dann ein Jahr später, aber Sie müssen sich bitte mal ausrechnen, wie lange Sie brauchen, um diese 12.000 Euro Rentenverlust dann über das höhere Lebensalter mit der höheren Rente, 6% höheren Rente, dann wieder auszugleichen. Glauben Sie mir bitte eins, da sind Sie deutlich über 80 und das kann Ihnen versicherungsmathematisch kein Mensch garantieren, dass Sie das erleben. Und wenn Sie dann nicht nur ein Jahr, sondern 2 Jahre oder 3 Jahre später in Rente gehen, dann macht das aus meiner Sicht keinen Sinn mehr, außer Sie haben im Lotto gewonnen oder Sie brauchen es wirklich nicht und sagen sich, ach, ist mir völlig egal, ich gehe arbeiten, habe genug Kohle in der Tasche, dann macht das natürlich aus Ihrer Sicht Sinn. Aber rentenrechtlich gesehen kann ich nur sagen, macht das absolut keinen Sinn. Näheres zu diesem Thema: Zuschlag auf die Regelaltersrente oder Zuschlag auf eine andere Altersrente nach Beginn der Regelaltersgrenze finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen wie immer eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.